Gummo Gummo und Alo, wir sind wieder hier bei Super Mario Bros. Wonder und heute vielleicht sogar mit dem Ende von Welt 3. Wir wissen es noch nicht so ganz genau, werden es aber heute hinausfinden. In diesem Sinne bedanke ich mich doch für jeden nach oben gegebenen Daumen und auch natürlich nach jedem nach unten gegebenen, denn der Algorithmus, er dankt für alles. Das klang gerade sehr Alman und cringe, I know. Abonniert hier sehr gerne rein für mehr und dann würde ich sagen, steppen wir direkt rein. Wir steppen direkt rein. Ja, almanhaftiger könnte es auch wirklich kaum sein. Wir haben 100% Nintendo bisher hier geklatscht. Das ist halt eben der Punkt, warum ich mir sicher bin. Ey, yo. Wir kriegen ja scheinbar den Königssamen geschenkt. Aber mal sehen. Weil wir haben alle Wundersamen für diese Welt gesammelt. Es kann kein weiteres Level mehr geben. Aber gut. Du hast dich den Prüfungen der Güldenfälle gestellt. Ich bin sehr stolz auf dich. Nun ist auch der letzte Teil bestanden und ich erkläre deine Prüfungen hiermit für beendet. Geschafft! Und das bedeutet? Oh ja, der Königssamen soll dir gehören. Es gibt nichts, das ich dir noch lehren könnte, dass ich dich noch lehren könnte, Prinz Florian. Wenn ich es recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel gelehrt. Der hat einen Clown gefrühstückt. Das sieht man direkt. Ein Scherzkeks. Ein Scherzbold. Hä? Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Warum kriegen wir denn geschenkt? Ich meine, klar, Prüfungen. Aber jetzt mal im Ernst. Das war auch nicht viel anders als die Prüfungen der letzten Welten. Prüfungen gleich Level, ne? An der Stelle. Und so meisterten Peach und der Prinz mutig alle Herausforderungen ihrer Reise durch das Blumenkönigreich. Ist jedoch noch längst nicht vorbei. War dies die letzte Prüfung? Oder war diese letzte Prüfung nur die erste von vielen? Werden sie auch die restlichen Königssamen finden? Wir werden es hinausfinden. Der sogenannte Meister, aber na klar, die ganzen Buben aber auch. Ich glaube an dich. Danke, du kleiner Jacuzzi. So, und nun mehr. Ist es wahrscheinlich soweit. Mit quasi Welt 4, mehr oder weniger. Oder die Blüteninseln, Teil 3. Lass uns mit der Propellerblüte zu den Blüteninseln zurückkehren. Hier glänzt alles so schön, aber lass dich davon nicht ablenken und halte dich gut fest. Junge, Welt 3 war sehr kurz. Ich sage es gerne nochmal, ich glaube, es waren maximal 3 Parts. 2,5 oder so, wenn überhaupt. Strong. Und jetzt kommen wir endlich zum südlichen Abteil der ganzen Angelegenheit. Ne? Das bindet alles so ein bisschen aneinander an. Ist natürlich eine lineare Angelegenheit. Ne? Das schmeckt leider nicht allen. Aber so ist das. So, während gerade hier das passiert, ihr seht jetzt gerade kurz den Stuhl. Einen Moment. Ihr Nervensägen. Hört auf, damit meine armen, wehrlosen Piranha-Woken anzugreifen. Ja, ja, jetzt bin ich mächtig sauer. Aber denkt nicht, dass ich mich schon hier schlagen gebe. Nein, nein. Labern Sie nicht. Machen Sie endlich. Meine Vorbereitungen für das große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich auf damit, es mir verderben zu wollen? Und freut euch einfach darauf. Das klingt ziemlich übel. Was plant er nur? Irgendwas Böses machen, glaube ich. Wir müssen weiter Königssamen sammeln. Je mehr wir haben, umso schneller erreichen wir Bowser. Mal überlegen, uns fehlen noch genau 3 Königssamen. Einer sollte in der wolkenlosen Wüste sein, ein weiterer in der Fungimine und einer in den Magmatiefen. Wenn du dir diese Gebiete noch einmal auf der Gesamtkarte ansehen möchtest, drücke L und dann X. Was meinst du? Wohin sollten wir zuerst reisen? Diese Entscheidung überlasse ich ganz dir. Na, ich würde sagen, Magma dies Nuts, yeah. Und damit
Okay, das ist quasi der Blick auf die Einzelnen. Ich bin sehr verwirrt. Mhm. Ich versuche dem zu folgen, however. Nun denn, was hat der Angler nun für uns? Schön, dich kennenzulernen. Dieser gemeine Kerl macht immer noch Angst, aber ich glaube an dich, Prinz. Fische habe ich keine mehr gefangen, aber eine Nachricht. Bora-Form, so besiegt man seine Gegner mit Köpfchen. Wenn ich nur wüsste, was das bedeuten soll. Oh, nächste Welt und Bora-Item. Höhle der Juwelenblöcke. Und ich glaube, das klingt sehr nach Bora-Item. Das klingt auch ebenfalls sehr stark. Oh oh. Junge, warum sieht das Ding aus wie das Discord-Symbol? Wer bist du? Was hast du mit dem Discord-Logo gemacht? Nintendo hat Ansage an... Junge. Oh. Oh. Jetzt will ich aber mal ganz kurz wissen. Eine Sekunde. Wait. Ah, verstehe. Entschuldigen Sie. Da klebt mir... Irgendwas war da gerade mal am Stängen. Wer kennt's nicht? Können wir uns irgendwie hier durch? Ja, stark. Können wir da hoch? However, irgendwie. Können wir? Mal gucken, was da oben ist. Oh Gott. Wir haben Schutz. Aber na klar. Ich bin gerade so am rein PP-Garn. Oh Gott. Oh Jott. Ah. Ich schätze die nie so schnell ein, Mann. Warte mal kurz, was ist hier? Got it. Ich will es nicht verschwenden. Also... Aber was habe ich denn für eine Wahl? Für die 100% Tendo? Muss es nun einmal sein. Oh ja, und rein mit mir. Ich altes Schwein. Nee, was sagt mir jetzt nicht, hier ist nichts. Nee, oder? Hier ist nur ein alles One-Up. Ich sehe keine Blumenmünze. Keuch, ja nix Keuch. Gib mir die Münze, du Sau. Was soll ich denn hier, wenn hier nichts ist? Der Scam. Wofür habe ich jetzt mein Item rausgeholt? Jetzt habe ich das bestimmt hier verpasst oder so. Kann ich auch quasi in der Erde sein und... Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, nein, oder? Hier ist doch safe was. Wow, das war alles, wirklich. Come on. Come on. Egal, hier wird es bestimmt mehr geben, Corpium. Aber na klar. Weil die zweite Münze muss hier irgendwo sein. Ist natürlich alles wieder blind, meine Brüder. Aber na klar. Hier wird nicht gecapped. Ich kann nicht seitlich dingsen. Was? Warum? Oh oh. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte wieder, es wäre um mich geschehen. Was ist da oben? Ich will wissen, was da oben ist. Der macht das bestimmt kaputt. Aha, die Ranke, der Bro. Ich hab's mir eigentlich schon fast gedacht, aber ich wollte ihn den Job machen lassen. Aber ich dachte, vielleicht macht er den Job so, den Block so kaputt, weil das sein Job ist. Ja. So, und nun rein. Zurück. In diese räudigen Angelegenheiten. Den hole ich mir zuerst. Und dann holen wir... Ah, nein. Ich kann auch so. Kein Problem. Hä, was? Kann ich nicht? Lass mich... Oh, yes. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ich falle immer von so senkrechten Positionen runter. Warum, Malo? So, aber nun. Was jetzt? Ach du Kacke. Yo, danke für gar nichts, Alter. Krieg ich doch... At least das. Und jetzt runter mit uns. Runter und moin. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts wegen der Facecam.
Es gibt hier sehr viele Items zum Retten, oder? Oh Gott, ist das cringe ohne Item, Mann. Alter. Wo ist das Item? Warte, hier an der Ecke bestimmt. Kopium. Nicht mal hier. Schwach. Vergebene Chance, Nintendo. Das gibt eine 6. Oh, was haben wir denn da oben? Ist der sekrete Exit? Die ganzen Brüder, sie wollen es auch herausfinden. Nee, aber ich erspare mir halt den ganzen Cringe. War aber wahrscheinlich nicht schneller. Also ich glaube, Speedrun wäre unten schneller gewesen, weil du da einfach durchlaufen kannst, zum Glück. Oh, und? Die Brüder. Und das ist aber auch je. Ach je. Stark, stark, stark. Und damit weiß ich nicht, ob es hier ein Secret Exit gibt. Kann gar nicht sein. Weil es halt so lange keinen mehr gab, ne? Das ist halt das Problem. Zurück zu die Maero aber heute hier. Es wird mal wieder Zeit zu wechseln. Die Wüste ruft. Versorge dich mit allem. Oh ja. Und damit ist es natürlich so wundersam gemeint. Es ist halt auch sowieso auch klar, ne? So, wir geben wieder mal so bis 500 aus. Schauen, was wir so bekommen. Aber na klar. Sehr viel doppelter Cringe. Mhm. Wirklich, ganz ehrlich, das Geld ist viel besser angelegt in der Special World, wo ihr dann 30 zahlt. Ey, ich hab einen und denselben bekommen, back to back. Das sagt schon alles, oder? Also von daher gesehen, ich finde, es ist halt natürlich random. Es ist der Gacha-Cringe. Aber da gebe ich halt lieber mehr aus und habe garantiert meine Aufsteller und meine 100% Hendo-Angelegenheit. Gucken Sie hier auf das Schloss. Aber na klar. Gehen wir aber erstmal nach unten. Und jetzt ist die, was passiert jetzt? Haben wir jetzt die Wahl, nach unten oder nach rechts zu gehen? So viel zum Thema Linearität. Wait a second. Schloss. Luftschloss. Klar. Okay, jetzt bin ich maximal verwirrt. Wir müssen noch nicht reingehen, however. Ja, es macht mehr Sinn, jetzt erstmal hier hinzugehen. Das ist so der vorgegebene Weg, denke ich jetzt mal. Soweit, wie ich verstanden habe. Von daher machen wir das ja erstmal. Ja, wir hätten auch nach unten gehen können, aber der untere Pfad führt auch direkt zum dritten Gebiet. Von daher erstmal hinein in Welt 4. Tatsächlicherweise sogar schon. Es geht alles irgendwie sehr schnell. Ach, das ist diese Welt. Ach, krass. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Nestle gerade right now. Sollen die anderen doch Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. Junge, das ist literally Nestle. Die Wichsers. Oder verdammt seid ihr, ey. Warum müsst ihr Maggi aufgekauft haben, die ultra geilen Maggi-Weg-Soja-Ravioli herstellen? Come on, Bro. Maggi, kauft euch frei. Free Maggi an der Stelle. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißer Sand, soweit das Auge blickt. Die Dünen strahlen in der Sonne. Im Palast hier sollte es einen weiteren Königssamen geben. Hier ist es ganz schön heiß, aber wir müssen weitermachen. Drücke L. Ja, das sieht eher aus wie Schnee, oder? Wie so eine Schneewüste. Gar nicht, als wäre es heiß. Bro, was ist denn los mit dir? Ich glaube, du hast Temperaturschwankungen, glaube ich. Muss man zum Arzt gehen, Bruder. Muss vielleicht mal wirklich zum Arzt gehen. Wir nehmen das lieber mal mit. Besser ist es doch gewesen, oder? Wo ist die Vase hin? Ich bin ja so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Oh, Prinz Florian.
Voll die Stimme vercheckt. Ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste bereit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst helfen. Bitte bringe uns das Wasser zurück. Und wenn es dir nützlich sein kann, nimm diesen Wundersamen jetzt. Welch üble Lage. Schnell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Poplins in der Wüste verwelken. Ehre. Danke, Nintendo. Für die Geschenken 100%. Oder Teile davon. Ah, das heilige Wasser. Es ist sehr Schmackofatius. Prinz Florian, die Oase ist der einzige Ort in der wolkenlosen Wüste, an dem es noch Wasser gibt. Früher gab es auch rund um den Palast viel Wasser. Aber das war, bevor dieser Fiesling alles geklaut hat. Aber auf diese Oase werde ich aufpassen. Bitte, aber befreit unseren Palast. Ist das hier eine vollständige, freiläufige 3D-Area? Das 2-Stufen-Sprungabzeichen ist perfekt für die Wüste. Blühe auf wie eine Wüstenblume, mein liebes Kind. Stimme mehrere Sprünge in Folge aufeinander ab. Ach so, ich dachte, man sieht hier das Tutorial davon. Ach gut, never mind. Und der Wundersamen. Damit hätten wir schon 2. Wollen wir noch ein bisschen aufstellen? Also? Junge, einfach 2 Shops nebeneinander. Was soll denn das? Junge, halbe Netto. Ganzer Huhn. Folgen Sie für weitere geheime Angelegenheiten, würde ich sagen. Abonnieren Sie rein. Tanz der Ninjis. Mit dem 2-Stufen-Hochsprung. Wir haben es noch nicht geübt, gelernt. Was auch immer das ist. Okay, ich habe es nicht verstanden. Der zählt. Habt ihr das mitbekommen? Das ist aber sehr... Oh. Ey, wirklich, ich verstehe das... Ich habe das Abzeichen nicht verstanden, wirklich. Danke. Das war alles, was ich erreichen wollte. Hier ist nichts. Ich habe das Item nicht verstanden, also das Abzeichen nicht verstanden. Was zum Teufel? Ah, okay. Wenn ich zweimal... Okay. Zweimal aufeinander abtimen und dann springe ich höher. Okay, got it. Nummer 1. Das heißt, ich habe doppelten Sprungbonus quasi. In diesem... Oder? Kriegt man hier auch so einen Sprungboost extra in diesem Level, wenn man im richtigen Timing springt? Fühlt sich ein bisschen so an, aber es ist halt auch Bauchi-Bauchi-Gefühl, ne? Ich glaube, ja. Ach, verdammt, keine Feuerblume mehr. Grrr. Ach, come on. Stark. Ja, aber wo ist jetzt die zweite Münze? Come on, als wäre hier irgendwas. Hallo? Die tanzenden Ninji-Buben. Come on. Hat das Maximum? Ich glaube, weiter geht's nicht mehr, ne? Junge, Alter. Come on! Oder ist es wirklich... Also, kommt das jetzt vom Abzeichen oder kommt das vom Level? Ich bin so verwirrt, ne? Ey, Junge, ich habe auch die Münze verpasst. Come on, Mann.
Safe in der Röhre. Safe. Da kann nichts sein, Mann. Come on! Wo soll die Münze sein? Glaube ich, hier dich direkt wieder zur ersten zurück? Vielleicht da in der... Hä, nein? In der Disco-Kugel ist nichts? Vielleicht hier. Das habe ich voll geskippt. Come on, Mann. Was soll das denn? Gib mir die verdammte Münze. Was ist dein Problem? Wait a sec. Ich werd sie peinlich genau suchen müssen. Wir sehen uns, wenn ich sie habe, würde ich sagen. Folgen Sie für weitere geheime Yoshi-Coin-Spots. Ja, moin. Ich vermute hier unten. Weil da, seht ihr es da hinten? Das sieht schon irgendwie sassy aus. Kann ich hier runtergehen? Nein, kann ich nicht. Ich dachte, irgendwas wäre mit dem Hintergrund oder so. Naja, keine Ahnung. Ich sag euch doch so, wie das ist. Es ist safe. Diese Röhre hier. Die goldene. Nur... Okay, ich habe Möglichkeiten. Nein! Ehrlich, das... Was? Okay, dann... Bruder, ich bin wirklich ratlos gerade. Ey, wer hat das in diesem Spiel auch diese... Hänger, wo du gar nichts siehst? Okay, was mache ich falsch? Was fehlt mir? I don't know, Allah. Hier ist noch eine Piranha-Pflanze, die vermute ich. Und ansonsten, Bruder, also... Ey, keine Ahnung. Ja, du kannst nicht mal hier in diese... Also... Keine Röhren, in die du reingehen kannst, Bro. I don't know. Okay, ich glaube, ich hab's. Hier diese Tore. Ja. Ich vermute, dass das irgendwas mit denen... Warte. Wo kam die denn her? Die war da gerade. Niemals. Ich weiß nicht, ob ich da zum Rhythmus gedanced habe. Wahrscheinlich aber nicht. Bruder. Wirklich, ich muss dringend los, ey. Hättest du für uns alle wahrscheinlich die sechste Stunde gerade, oder? Raus hier. Einfach nur raus. Ich kann das Level nicht mehr sehen, Mann. Die Melodie macht mich schon komplett kaputt. Oh mein Gott, Alter. Ich hab ganz kurz vercheckt, dass ich nicht mehr diese Spezialfähigkeit habe. Und ich glaube wirklich, mein Abzeichen ist dieses, wenn du aufeinander in Folge getimed springst, machst du natürlich höhere Sprünge. Das ist klar, ne? Das ist klar. Eins, zwei, drei, springen. Du bist ja toll im Rhythmus. Wir haben als Auszeichnung sogar dieses Rhythmus-Sprungabzeichen bekommen. Möchtest du es gleich verwenden? Rhythmus-Sprungabzeichen? Wofür soll das sein? Ist es quasi, zeigt es dir an, dass du im Rhythmus springst, oder was? Ich habe die großen Neuigkeiten schon gehört. Ihr seid hier, um uns zu helfen, stimmt's? Dann solltet ihr wissen, dass es in der wolkenlosen Wüste viele versteckte Geheimnisse zu entdecken gilt. Vielleicht sind sie im tiefen Sand oder einem Gebäude verborgen. Versucht doch, sie alle zu finden. Ich möchte euch helfen, aber bei der Hitze wurde mir... Ziemlich schnell, Blümerand. Also werde ich euch einfach von hier aus anfeuern. Oh ja, ich dachte vielleicht irgendwie auch, dass hier schon irgendwas ist. Ich meine, das erste Secret haben wir ja quasi gefunden. Ne, aber auch solche Wege hier. Ich kann mir vorstellen, da sind Lücken drin und du kannst da durchlaufen oder so. Allzu genau weiß ich aber definitiv noch nicht. Aha. Nächtlicher Balloing-Schwarm. So soll es dann auch sein. Let's go. Letztes Level für heute, würde ich sagen. Ich hoffe, der Part ist wieder sehr, sehr lang. Oha. Nein, falsches Item. Ey, ich gehe nicht mit diesem Item hier rein. Ey, kannst mich mal wirklich... Nee. Nee. Mach ich nicht.
Ich glaube, ich hätte nicht mal dieses Doppel... Oder? Ich glaube, das doppelte Sprung... Das getimte Sprungabzeichen, das kann schon ganz gut sein. Ja. Ich glaube, damit handeln wir schon mal ganz gut. Alter, was willst du von mir? Oh, yo, F an den Bruder. Ich habe ihn einfach komplett zerstört, Mann. Ja, das ist schon ziemlich cool. Alter, diese Lags. Dürfen wir... Na gut, der Part ist zu lang. Im nächsten Part rede ich über die Lags. Bruder, die Lags sind echt cringe. Die kommen vor allen Dingen auch ziemlich random, habe ich so im Gefühl, Mann. Oh, stark. Was gibt's denn sonst noch so? Was gibt's denn sonst noch so hier oben? Gar nichts, ehrlich. Schade. Aber ihr seht es ja auch, diese teilweisigen Lags, die manchmal kommen. Bruder, was soll das denn? So, ich glaube, New Super Mario Bros. Wii oder U hatten sowas gar nicht gehabt. Gar nicht. Wie kommt das denn hier? Liegt bestimmt nicht daran, dass es hier eine Spielekonsole ist, die am Ende ihres technologischen Daseins fristet wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott, stark! Stark, stark, stark. Und damit Nummer 2 begonnen. Keine Problem. Ist ein cooles Level, ist entspannter so. Es ist mal was anderes. Ist nicht dieser, guck dich überall um und wenn du es nicht findest, dann stirb doch du Bass. Mäßig, ey. Fuckt mich richtig ab. Gar keinen Bock auf die Scheiße, hasse ich. Genau wie gesagt, wie diese Level, wo du lernen musst, so halb. Wo du so halb lernen musst, ne, 5er Schwierigkeitsgrad Level. Sagen wir es einfach so, wie es ist, ne? Der Tod, immer am Sterben, Mann geht's. Es klingt zumindest so, als würde da jemand sterben. Oh Gott, das ist sehr cringe, Alter. Fuck deine Mom, Alter. Was? Alter, hätte mich das getroffen, ich wäre komplett ausgerastet, Mann. Heftiger Bastard. Ah, ich hab sie. Also kannst du mich mal. Was ein Scheißdreck manchmal, ey. Geh dich löschen. Dann löscht sich diese Gestalt endlich. Bei 3 Millionen verkauften Einheiten. Junge, Alter. Geh weiter Wikipedia-Einträge durchlesen, wirklich. Lösch dich, Mann. So, was? Ich habe etwas verpasst. Wie kann das denn sein? Ich bin doch perfekt Tendo. Moin. Wir finden beim nächsten Mal raus, was wir hier vergessen haben. Da wird es maximal ehrenlos werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauerisieren und gaben Sie sich wohl. Go vegan und Tschüss.